Ausnahme aus. Brutto, ich mache hier eine ganz kurze Ansage. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Rockpop Live, ich bin Eckart Porotto. Heute bei diesem super Wetter spielen die H-Blocks Law und Re-Evented hier im Docks. Okay, es geht los. Hier ist Rockpop Live. Neben mir sitzt Henning Wieland von den H-Blocks und Sven Gottfriedsen von den Razors. Und ich bin Eckart Porotto. Ja, Henning, schön, ja, dass du Geburtstag, wieder... Ne? Wollen wir sagen. Nützt ja nichts. Also, ja, nützt nichts. Nützt nichts. Da kommen wir alle nicht drum rum. Das passiert immer einmal im Jahr. Auf diesem Wege herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Auch wenn das natürlich zum Sendezeitpunkt nicht mehr ganz aktuell ist. Ne? Aber ja, aktuell ist... Nächstes Jahr ist ausgestrahlt, oder was? Im nächsten Leben. Mit den kleinen Witzen haben wir es ja, ne? Ich kann mich noch gut erinnern, wie du dich... Wie? Und dann hau ich dir auf die Schulter und dann sagst du, das nächste Mal suchst du aber. Genau. Ich kann mich noch gut erinnern, letztes Mal hast du dich so nett von den Rezipienten verabschiedet, ne? Wollen wir dich auch nochmal ganz herzlich grüßen? Ja, also, herzlich Zielgruppe, willkommen, oder? Liebe Rezipienten. Ja, oder Zielgruppe kann man ja auch sagen. Ach so, ich habe gerade letztes Mal was Neues gelernt, ne? Der Rezipient ist immer derjenige, der bezieht. Praktisch. Empfängnis. Mhm. So wie beim Handy, schlechte Empfängnis, gute Empfängnis. Ja, oder oder Jesus, Fernseh- bei Maria, schlechte Empfängnis. Besser als Gefängnis. Heute ist nicht nur Svens Geburtstag, heute ist auch Tourstart. Das ist richtig. Wie ist das so? Kurz vor der Tour irgendwie noch richtig aufgeregt? Das ist ja nicht so ganz neu für euch. Seit ein Dutzend Jahren seid ihr ja schon dabei mit Touren und Konzerten. Ja, aber also, jedes Mal ist irgendwie was Neues. Ja, und vor allem jetzt ist was ganz besonders Neues. Seit 11 Jahren ist das erste Mal, dass wir halt nur noch zu viert auf der Bühne stehen. Und es ist das erste Mal, dass ich jetzt als Sänger alleine vorne stehe. Und ohne Dave. Ist, ja, ja. Und insofern ist das natürlich eine vollkommen neue Herausforderung. Und wir sind auch das erste Mal seit 6 Jahren wieder mit einer eigenen Produktion unterwegs. Das heißt, wir kommen mit einem eigenen PA, eigenem Licht und allem Pipapo. Und haben auch ansonsten technischer Art noch ein paar neue Sachen mit eingebaut. Insofern bin ich durchaus aufgeregter als sonst, kann man schon sagen. Ah ja, merkt man die nicht an. Aber die Aufregung, die zieht sich wahrscheinlich auch schon ein paar Tage hin. Ja, ja. Und je näher man rankommt an den Bühnentermin, desto ruhiger wird man. Richtig. Ja. 12 Jahre, ein Dutzend Jahre, die H-Blocks. Und doppelt so lange gibt es die Razors. Richtig, seit 78, glaube ich, mittlerweile. Also und, ein gutes Vierteljahrhundert her, ne? Und dies ist ja so eine wirtschaftspolitische Sendung, wo es auch um Produkte und Märkte geht. Auch ihr habt jetzt wieder was auf dem Markt. Ja, es ist richtig. Und zwar gibt es Live-Aufnahmen von 1979. Die waren bisher nicht veröffentlicht. Die kommen jetzt auf den Markt. Also es ist gerade im Presswerk. Die LP wird nochmal neu aufgelegt. Das war ja von 81 oder 82. Also die ganzen Dinge werden aufbereitet. Und vor allen Dingen kann man gespannt sein auf die CD, weil eben diese Live-Acts, die noch nicht veröffentlicht waren, dabei sind. Ne? Mhm. Da bin ich selber gespannt. Lange nicht gehört. Wir haben jetzt auch mal einen Live-Act von euch. An meinem Geburtstag, komischerweise, hatten wir das letzte Interview. Das war klasse. Und 3 Tage später habt ihr hier im Hamburger Schlachthof gespielt. Und da schauen wir mal rein. Alles klar. So, das waren die Razors im Schlachthof. Da geht man schnell immer mit dir hier. Doch. Ja, ich hoffe, dir hat das gefallen. Ja, also du hast ja eben auch ordentlich mitgegroovt hier, als du das gesehen hast mit den Razors. Und na, als nächstes also grooven wir aber mal... 24 Jahre, das ist, sagen wir, eine Zeit, da gibt es nicht viele Kapellen. In Deutschland, die das von sich behaupten können. Das ist ein großes Kompliment. Respekt, ja. Das sind auch so 3 Generationen hier vertreten. Du hast mir letztes Mal ja dein Alter verraten. Ist ja kein Geheimnis, wenn wir. Damals hatte ich gerade Geburtstag. Der stand irgendwie bevor, ne? Also ich werde bald 30. Dann bin ich ja froh, dass ich in der Mitte bin. So, Razors haben wir gesehen. Jetzt sehen wir H-Blocks. Sehr gerne. Klasse. Und zwar, wie heißt das neue Ding? The Power, featuring Turbo B. Das war The Power, H-Blocks. Ich habe mir sagen lassen, das ist eine Coverversion von wem eigentlich? Das ist ein textliches Zitat von einem Dance-Projekt aus den 80er und 90er Jahren namens Snap. Genau, ich habe das Original getreu reproduziert. Nee, dass, nicht, also das die Leute, wenn sie die Augen zumachen, dass sie denken sollen,
Das ist jetzt Snap. Nee, das ist ein... Das ist Snap. Das ist der größte Quatsch, ey. Du hast dir das Song wohl noch nicht angehört, du Nase. Wir haben, das war ein eigener Song von uns und Turbo B von Snap. Ist im Studio vorbeigekommen und hat gesagt, er wollte was mit uns zusammen machen und hat den Song dann gehört und meinte, dass er das ganz gut finde und hat dann einen Text darüber gerappt, den es schon gab, nämlich den Text von The Power, und insofern ist es musikalisch unser eigener Song und das ist da hinten mein Vibrator, der ist dummerweise angehört. Ich dachte hier schon, Sven summt hier neben mir irgendwas schon so. Das klingt irgendwie wie so ein Bär. Gemütlicher alter Bär, ja, mir lag das auch auf der Zunge. Wir sind manchmal so ein bisschen telepathisch verbunden. Aber kommen wir nochmal zu Snap und The Power. Genau, und insofern ist es mehr so ein textliches Zitat und hat eigentlich nicht, ist keine komplette Reproduktion von dem eigentlichen Titel. Adema. So, das war ein Adema. Jetzt geht's hier weiter. Wieder mit Henning und Gott von den Razors, Henning von den H-Blocks. Was habt ihr denn so irgendwie an Überraschungen? Ihr habt jetzt zum Beispiel zwei Bands mit auf Tour, ne? Ja, ist richtig. Das ist einmal Reinvented und Law, die beide jetzt gerade kurz vor Veröffentlichung stehen. Und das ist eine ganz gute Möglichkeit, mal auf so einer Tour, die auch jetzt von den Vorverkäufen bisher ganz gut gelaufen ist, auch mal neue Bands dem Publikum vorzustellen. Und ich denke, dass das musikalisch einigermaßen gut zusammenpasst. Und das ist ganz besonders wichtig, weil wenn man so 6 Wochen unterwegs ist, dann, was jetzt auch nicht so eine halbe Ewigkeit ist oder sowas, aber es ist schon schön, wenn man irgendwie mit Leuten unterwegs ist, mit denen man sich auch so privat ganz gut versteht. Das denke ich auch, ja. Man hat ja doch einiges miteinander zu tun. Man kann sich zwar aus dem Weg gehen, aber wenn man Spaß hat. Aber grundsätzlich sonst weitere Überraschungen ist nur relativ wenig vorhanden. Also ich denke, dass man ein neues Bild in altem Rahmen kriegt. Das ist Tinte übrigens hier, unser Gitarrist. Hi Tinte, ja. Und der will... Hast du ihm ein Bild? Ja, hatte ich. Sigi. Moin. Kannst du mal einen Witz erzählen? Und ich glaube, dass wir im Prinzip das gewohnte... Könnt ihr auch nicht flöten? Nicht schlecht. Und, aber jetzt ohne Stimme. Gesagt, zweistimmig. Ja, gut, das hätte ich vielleicht anders sagen. Und ohne Stimme, also. Das konnte bisher noch keiner. Ja, das will ich auch zu Ich meine, seit ich Kind bin und irgendwie. Ja. Dachte ich früher, das ist ganz normal, aber irgendwie kann das keiner. Aber dafür kann ich nicht so gut singen. Nächsten Ausschnitt von The Power. Du kennst ja meine Art. Ich mache immer kurze Schnipsel dazwischen. So, The Power Teil 2. Warte, sind zwei Mädels und die fragen, ob jemand hier ist. Wie heißt er noch? Eckhardt. Ja, ich glaube, die sind. Nee, lass mal. Reinholen, aber wenn Katrin war nämlich eigentlich die filmen aus, sollte, wie ne? Wie sehen die denn aus? Hä? Wie sehen die denn aus? Super. Richtig geil. Ja? Hat mal Jai gemacht. Was ist jetzt mit denen? Fragst du mal, wie sie heißt. Wie lange braucht man noch? Weil der Kollege unten schon ein bisschen sauer guckt, aber will ich irgendwie 50 Leute. Du, wenn das Katrin und Katja sind, dann sind die legitimiert und ich weiß nicht, dann wäre es im Prinzip okay, ja, weil... Du lässt laufen. Ja. Naja, gut. Ja. Fühlt ihr euch als. Das sind. Mach mal ruhig kurz aus. Sonst das ist auch Katja. Hi Katja, steht ihr gerade hier vom Bus? Gibst du mir das andere Telefon, was da liegt? Abschieden uns jetzt hier in vertrauter Runde. Katrin, die gerade dazugekommen ist. Und. Traditionsgemäß verabschieden wir uns von den Rezipienten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Sven. Tschüss, Prost.